Leute und willkommen zurück zu MeinCamp. Ja, ich stehe hier mit dem Melonenkopf. Hallo. Hallo. Hallo, ich habe auch Melonen in der Hand, Kalle. Ich sehe es. Und wir stehen hier oben auf dem Turm und ihr seht mal von oben das Dorf. Guckt euch das an, was für eine Aussicht. Und vor allem mit dem Schiff. Der Kalle wollte mir hier oben zeigen, wie er von hier ins Wasser runterspringt. Deswegen sind wir hier oben. Nein, hör auf. Hör auf. Das wirst du doch wohl packen. Hör auf. Au, oh, ey, Alter, ich sneak hier nicht so. Na, keine Angst, ich weiß schon, wie ich dich schlagen kann. Mhm, alles klar. Der will mich draufgehen lassen. Kennt er ja. Letzte Folge. Und so. Ja. Hui. Guck mal, wie ich grinse und so. Ich grinse. Sehr coole Figur übrigens. Ja, auf jeden Fall, dein Skin ist richtig nice. Ja, ich mag den auch. Total erfrischend. Kommst du auch wieder mit runter? Ja. Runter komme ich immer, Kalle. Oder soll ich dir unten einen Wassereimer hinsetzen? Ein Wassereimer? Ja. Das Problem ist, verfehle ich den, dann ist halt kacke, ne? Na, warte, bleib mal da oben. Ich hole kurz einen Wassereimer und setze ihn unten hin. Den verfehlst du schon nicht! Ich soll jetzt hier oben stehen bleiben. Ja, warte, bleib da stehen. Ich mach dir das. Das ist ein super Experiment. Das ist ein super Experiment. Vor allem, ey, guck mal, ich bin gefallen. Nein! Ja. Kalle bringt mich auf alle Art und Weisen um, die es nur gibt. Man muss aber, guck mal hier, hier stehe ich. Alter, du wirst ihn noch nie im Leben so setzen, dass ich da nicht sterb. Guck mal hier, ich stehe hier, guck mal hier, wo läufst du denn hin? Warte, ich muss aber meine Sachen einsammeln. Du wirst mich voll killen. Boah, Alter. Also muss ich meine Sachen wieder anziehen. So gebaut von Methos und dir? Ja. Ja, was das macht meiste so? Natürlich Methos. Was macht ihr sonst so in eurer Freizeit? Türme bauen. Ja. So, warte, bei der Gelegenheit können wir ja mal ein paar Leute grüßen. Wolltest du jemanden grüßen heute? Ah ja, stimmt. Den alten Fickfrosch, den Skywalder. Ja, den grüßen wir jetzt einfach das mal. Das olle Fickgesicht. Ja. So, wir wo sagen bist auch, du denn nochmal? Ach, du bist hier, da oben. Moment, ich will mir ja noch ein Glühweinbonbon reinstopfen. Nimm dir mal einen Bonbon. Ich habe einen Lutscher für dich, wenn du Bock hast. Ich will ja nicht wissen, was für einen Lutscher du hast. Nein, Melonenlutscher oder was? Ja, nee, Melone in der Hand. Was ist denn los mit dir? Ich habe auch noch einen mit Fischgeschmack. Ja, weil ich ja so Käse-Fischlutscher, Alter. Ekelhaft. Ja. Warte, das muss ich erstmal ausbreiten. Auf dem Berg, du siehst ja das hier unten. Ja, ich sollte mal überlegen, ja, vertraue ich dir oder vertraue ich dir nicht? Ich meine, du bist ja immerhin schon so ein bisschen Gegner, aber... Kalle, willst du wirklich meinst du, ich glaube nicht, dass du schaffst von dort aus hier rein. Wir sind doch Buddies, du willst mich jetzt nicht wirklich umlegen, oder? Nein, ich würde dich nicht umlegen. Warte mal, ich... Ja, komm, leg da nochmal eine Pfütze hin, genau, leg da nochmal eine Problem, Pfütze hin. Das Problem ist, warte mal, ich leg hier eine Pfütze hin. Junge, ich kann doch mal... Im Kopfsprung spring dir hier in jede Lücke. Hier unten ist jetzt genug Wasser. Dann spring mal runter. Da ist bestimmt ein Loch. Wenn ich das mache, ich spring genau ins Loch. Da ist ein Loch, da ist ein so ein grünes Ding. Das nehme ich bestimmt. Los, spring runter! Alter! Voll gut. Jo! Da ist mir ja das Herz in die Hose gerutscht, gell? Hier hoch. Oh, YOLO hast du gesagt. Oh, da. Hier hoch. Ja, jetzt kann ich ja so leicht nicht mehr sterben. Ja, wenn ich das überlebt habe, überlebe ich eigentlich alles. Wo ist denn das hier? Ah, lecker. Wasser. Die Melone schwimmt. Habe ich euch eigentlich schon mal gezeigt gehabt, wie ich von hinten aussehe? Haha, von hinten? Guck mal hier, ich habe ein Loch im Kopf. Ich weiß. Ja. Oh, richtig. Das ist so. Warte mal. Oh, komm, beiß mal rein, Baby. Oh ja, oh, super. Ja. So sieht es von vorne aus. Ja, ich mach nochmal so. Ja, nee, garantiert nicht, du. Alter, ich hab's total gut in der Aufnahme drin. Das ist natürlich sehr geil, weil das nehme ich als Thumbnail. Oh, warte mal, bleib mal stehen. Hier, Melone. Nein, dreh dich mal mit dem Kopf nach hinten. Nach hinten? Na, was denn? Ich will einen Screenshot machen. Klipp. Ach so. Dankeschön. Bitte. Kannst mal Wasser reinfüllen, da ist wenigstens überhaupt was in meiner Bene drin. Oh, ich habe ein paar Kerne drin, das ist auch okay. Wo lang? Hier. Hier rein.
Ja, wir sind sicher. Safe. Achso, wenn übrigens meine Zuschauer sich wundern, wo ich hier bin, ich bin beim Gegner. Weil ich habe ja Freunde gesucht in der letzten Folge. Und dann findest du halt so Regelbruch, welche, Regelbruch! Regelbruch! Es hieß, wer die Türen aufmacht, ich hab die zugemacht. Ja, guck, Regelbruch! Alleine. Außerdem habe ich das mit deiner Melone getan, also. Da stand nicht in den Regeln drin, wenn ich deine Melone benutze. Ich sage kaum noch, weil ich gerade einen Bonbon lutsche. Mhm. Aber vielleicht ist es auch gar kein Bonbon. Ist eine Mandel, ne? Ja. Das Ganze. Alter. Oh. Und zwar, ich komm mal mit. Ja. Warum regnet es? Weil es regnet. Ich habe immer irgendwie das Glück, dass es regnet. Ich irgendwie auch. Ja, oder Nacht. Eins von beiden. Oh, immer richtig schlimm. Ja. Dam. Kalle hat eine lilane Rüstung an. So, jetzt bist du gefangen, mein Freund. Ja, soll ich dich jetzt mit der Melone klatschen, oder? Na, dann heißt es dann nicht mehr Abratzer mit Karotte aus der Fresse geschlagen, sondern Abratzer mit Melone aus der Fresse geschlagen. Das könnte sein. Mach ich aber nicht. Was Neues. Wo soll ich denn überhaupt hin eigentlich hier? So. Ich will den Turm weiterbauen ein bisschen. Was für ein Turm? Das wird auch ein Turm. Ah. Ich habe doch nichts zu tun in der Freizeit. Ja gut, hast du Stein? Mhm. Oh, springen muss gelernt sein. Oh, sehr gut. Oh, Stein. Hast du mehr? Nein. Gib mir deinen Schotter. Nein, wieder falsch. Irgendwann krieg ich's. Ja, nochmal Jump'n'Run mitmachen, ja, wenn sich das deine Zuschauer wieder wünschen, haha. Ja, also es kommt immer mal wieder, also... Ah, gepackt. Ohne zu sneaken, ja, das können doch Götter. True Story, Mann. Also da oben, die Höhe reicht schon. Hier, du siehst ja hier, dass der Teil noch nicht nach oben gezogen ist. Den will ich noch jetzt hinterher ziehen. Ah, du ziehst eine ganze Bahn. Dann zieh ich mit. Das heißt, ich muss eigentlich nur noch mal hinter dir herziehen. Mhm. Zum Beispiel. Beispiel. Warte mal, hier stimmt aber auch irgendwas nicht. Geh mal hier auf. Ah, hier ist Erde drauf. Sag mal, wer macht denn sowas, Kalle? Ich. Was habt ihr hier für Bauer? Ich war das. Ich hab das gemacht, zu dem Zeitpunkt, als ich den Turm gebaut habe. Ja. Konnte man da noch reinhüpfen, da waren noch diese Dings an außen noch nicht. Da habe ich die Erde noch gemacht, weil ich keinen Stein hatte, damit die Gegner nicht reinhüpfen. Also ihr. Oder ja, also du. Ja, ich als brutaler Endgegner. Und als Jump'n'Run-Skiller. Ja. Gut, das dürfen wir jetzt keinem verraten. Hallo. Alter. Ist der doof, Alter. Jetzt esse ich aber den Fisch. Mmh, oh ja. Lecker. Fisch. Wie geht's? Was ist denn das für ein Fisch? Fisch, Seelsack. Ja, egal welcher. Hering. Hering. Lachs. Lachs. Ich kaufe auch einen Bonbon rum. Das ist kein Bonbon. Bestimmt nicht dein Kauknochen, Alter. Hallo. 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 Ach mal, Kalle. Hey. Kalli, hallo. Bist du dieser Kauke? Hallo! Das kam gerade genauso gut wie. Otto hat einen. Lalalalalalalalala! Kennst du das? Ja, sicher. Das ist ein Wunder, dass du es kennst. Klar, Otto Walkes muss man kennen. Ja, durch Ice Age, wa? Nein. Kennst du? Ja, kennst du die neue CD von dem? Auch witzig. Am besten ist Hänsel und Gretel verliefen sich im Wald. Was machst du denn eigentlich da so? Was? Was du so treibst da so? Wo denn? Ja, baust du noch mit oder? Meine Steine sind alle. Ach komm. Nein, ohne Flachs. Ohne Flachs? Ohne Flachs, ohne Lachs, ohne Alaska-Seelachs.
So. Ich habe eine Bitte an dich. Machst du mir nach? Was denn? Hier runterspringen. Na komm. Das Witzige ist halt. Okay, wohin? Hier runter. Ja, dann los. Dein Ernst? Hast du Wasser in der Hand gehabt? Hä? Guck mal! Guck mal! Hallo! Hast du Wasser? Ja, gut, alles klar. Das habe ich gerade nicht zur Hand. Hier, komm her! Aber. Komm her! Hopp! Was denn? Hier, ich hab dir Wasser hingeworfen! Achso, dann werf's doch mal richtig. Ja, hier, hallo! Hallo! Ja! Guck mal, ich verlängere mal deinen Turm. Nein! Kommt das überhaupt hin? Ich probier's einfach. Hui! Und da kriegt er Schaden! Weil das Witzige ist, manchmal kriege ich durch deine Dornen Schaden, manchmal nicht. Ja, komm, wir müssen einfach nur kuscheln, Alter. Komm mal her. Komm, wir kuscheln. Nimm das Messer doch mal weg hier. Was ist denn los mit dir? Ja, lass mal kuscheln hier. Komm, lass mal. Hallo? Aber siehst du, ich krieg schon wieder kuscheln. Keinen Schaden durch deine Dornen. Oh, kuscheln. Lass mich da eine geben. Oh, sorry. Jetzt aber, oder? Oh, sorry, nochmal. Das tut mir leid, das war der Stein. Hören Sie mal auf. Gibt's eine Melone, Alter. Weggeld. Was? Weggeld, um hier passieren zu können. Er sammelt jetzt echt Erde, ne? Ja. For you. Hä, du sollst nicht zumachen, was machst du denn da? Ah, hallo. Du solltest... Okay, tschüss. Oh nein, er ist weg. So, also brauchen wir unbedingt Steine oder kann man auch Erde oben drauflegen? Auf den Turm. Dann brauchen wir Stein. Du kommst nicht mehr in unsere Base rein, das geht nicht mehr. Wie, das geht nicht mehr? Nie wieder? Geronimo! Oh, sorry, da ist mir die Hand ausgerutscht. Kann ja mal, kommt ja beim besten Freund mal vor. Oh, das kann auch mal passieren. Oh, ja, ja, das kann natürlich, das kann aber auch noch, das kann mal passieren. Oh! Oh nein, oh nein. Na, jetzt hören Sie aber auf. Okay, jetzt ist gut. Nein, du Elender. Was Oh, du hast mir 3,5 Herz abgezogen. 3,5 nee, Herz. Ich weiß nicht, was du hast. Ich weiß nicht. Das Problem ist, jetzt muss ich wieder zu dir, gell? Weil mein fucking Zeug bei dir ist. Ich pack's mal am Hafen wieder in die Kiste. Lame. Lame. Und das Geile ist, ich weiß nicht, was du hast. Wie, du weißt nicht, was ich hab. Nee, du hast das gerade gesagt. Ja, du hast bestimmt wieder irgendwas einstecken, irgendwas Mieses, wovon ich nicht. Ich glaube, würden wir hier ohne Klamotten und mit Holzschwertern spielen, dann hättest du verloren. Irgendwas hast du wieder. Ich kann's dir ehrlich sagen, was das Problem ist, aber die Sache ist. Na? Ich vertrag Kritik. Dann als weißt du es. Nee, ja, dann weißt du es und dann habe ich keine Chancen vielleicht mehr. Oh nein. Nein, ich sag's dir ehrlich, du hast. Als Nicht-PvP-Spieler willst du mir jetzt nichts sagen. Nein, du benutzt das falsche Schwert. Ah, okay. Du hast doch zwei Schwerter. Ja, eins ist schön, eins ist hässlich. Du benutzt das eine mit Verbrennung, weil du denkst, ich krieg da fett Schaden, wenn ich am Ende brenne. Nein, achte mal auf Schärfe. Schärfe, du hast auf dem anderen Schärfe 3 Schwert. Du hast bessere Rüstung als ich, also beziehungsweise einen besseren Brustpanzer. Und wir haben beide die gleiche Schärfe auf dem Schwert. Das heißt, wir machen uns beide gleich viel Damage. Du hast eventuell sogar mehr Schutz, weil du deine Schutzrüstung hast. Also machst du mich praktisch viel mehr scharf. Ich mach dir mehr Schaden, weil ich Schärfe auf dem Schwert habe. Was also nicht machst du mich doch scharf. Na oh, ja, oh. Mm. Nee, du machst mich scharf, weißt du? Oh. Oh ja, leck mal. So, aber auf jeden Fall, Leute, ich weiß jetzt nicht, wie lange wir machen, da wir vorher wirklich 5 Minuten oder so rumgelatscht sind. Ich guck mal ganz, wie viele Minuten wir jetzt schon auf der Uhr haben. Naja, 15 Minuten ungefähr.
Ja, würde ich auch jetzt so sagen. Deswegen, Leute, das war's jetzt von mir. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Ich bin jetzt weg. Ich wünsche euch was. Auf Wiedergeschauen. Macht's gut. In diesem Sinne, haut rein.